Herzlich willkommen zurück zu Dimensouls und mit an meiner Seite ist auch wieder der Kami. Hey. So, ja, Boss-Time. Boss-Time. Also bei dem Boss gibt es einen kleinen Trick, wie man sich das Ganze schön einfach machen kann, denn normalerweise, bevor man ihn Schaden macht, muss man ihn ein paar Mal auf einen, sagen wir mal, auf die Achillessehne hauen. Hier irgendwo? Genau, geh runter. Geh ganz normal runter. Ah, hier, siehst du? Lecky Leck hat er gemacht. Nein. Ja, weil du zu lange oben standest. Nein. Ich lebe noch. Voll weg. Hier hinten kommt er nicht hin, ne? Normalerweise nicht. Wieso habe ich die dann aus hier? Ach, was ist das denn? So. Alter. Ja, du darfst da oben nicht rumstehen. Du musst rollen wie ein Bekloppter jetzt. Du. Und jetzt genau außen rumlaufen. Ah, der visiert was anderes an. Nicht seinen Kopf. Visiert ihn doch an. Ah, jetzt hat er. Vorsicht. Alter. Du musst eigentlich auf die andere Seite. Die andere Seite. Ja, auf die andere Seite. Nicht hier oben, sondern hinter ihm oben. Warte mal, ich löse mal nochmal die Dings. Hier hin, ja? Genau. Wenn du dort hier hin und her pendelst, links, rechts, kann er dir relativ wenig. Aber schön in Bewegung bleiben, wenn er anfängt zuzuschlagen. Aua. Schnell heilen. Und weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt geh wieder hinter auf die andere Seite. Oh Gott. Lösen und auf die andere Seite wieder rüber. Aber komme ich ja gar nicht mehr hoch. Dann einfach in Bewegung bleiben, wie ein Bekloppter. Nur seine Zunge ist lang. Gegen den Rest. Genau. Supi. Oh, Leute, wie mir, was ich da immer für ein Herzrasen habe, auf immer. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ging doch, oder? War doch easy eigentlich. Ja, das ging. Es war halt nur so stressig, weil es Neuland für dich war, jetzt auf diese Weise. Gab es hier noch Seelen hier oben? Oder andere Items? Guck mal, was ich hier vor Schreck hingesetzt habe. Vorhin. Das bin wieder mal typisch ich, ne? Oh, hier gibt's nichts mehr. Ja. Hier unten auch nicht. Der Geizkragen. Ach doch, hier. Okay. Gibt's also doch noch was. Und standardmäßig üblich einmal in den Nexus, bitte. Genau. So, da hätten wir den auch geschafft. Und ich glaube, diese Seele... weiß jetzt gar nicht, was es dafür gab. So. Wofür? Für die pralle Dämonenseele, zum Beispiel das Schwertchen, das ich derzeit nutze. Ah. Und es gibt einen Zauber, glaube ich. Also auf jeden Fall das Schwert, was ich derzeit benutze, den Fleischerhaken, den kannst du aus der prallen Dämonenseele formen. Aha. Egal, wann wollen sie springen? Aber der ist mir zu... Nee, der ist zu schwer. Zu schwer für mich. Aber der würde super mit Magie skalieren. Ja, stimmt. Aber trotzdem zu schwer. Nee, Quatsch, der skaliert mit Wunder. Mit Wunder.
Mit Heiligtum. So, ich könnte eigentlich mal auch wieder ein paar Seelen ploppen. Ne? Ja, das könntest du. Ja, auf jeden Fall. Die habe ich jetzt. Bin ich einige. Zu leise? Nö, ich habe jetzt einige gefunden. War ich zu leise? Nö. Okay. So, dann machen wir mal. Habe ich da noch welche? Ne, die Reste nicht. Alter Schwede, hast du viel zum Ploppen? Danach geht's dann weiter in 3-2. Oh ja. Überlege gerade, ich weiß, wo es noch eine super Waffe für dich gibt. Jawohl. In Tal der Schändung. Beim zweiten Boss, glaube ich. Eine noch. Oh, die warf sehr viel Wert. Boah. 8000. So. Brauche ich jetzt irgendwie was, um mein Schwert hier noch aufzuwerten? Probier's. Geh hin. Zu dem hier? Jupp. Items. Ist gar nicht dabei. Oh, dann musst du zum anderen Schmied. Stimmt, du musst beim anderen Schmied sowieso erstmal noch die Seele abgeben. Hab ich die noch bei mir? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ach nee, hier unten ist eine Pralle und Drachen. Pui, doch die, kein, doch kein mal, Fehler. Ach, noch ein, genau. Nee, wer ist Vorreiter? Nee, Drachengott. Dann graue Dämonenseele. Nee, du brauchst noch die andere. Nimm mal welche? Die andere mit. Welche? Die vom Flammenschleicher. Ah, die hatte ich, glaube ich. Thank goodness, I was what? Denn ohne die Seele vom Flammenschleicher geht das nicht. Hier die letzte. Sondern es geht eben nur. Genau. So, und die anderen, die du nicht brauchst, kannst du hier wieder abgeben. Die hier abgeben? Ach, hier einlösen für Zauber und sowas. Nö, nö, bei ihm abgeben. Die alle hier? Nein, nein, das sind die, die du wiederbekommen kannst. Deponieren. We are indebted to you, for you fight on our behalf. Ach, du meinst, die anderen soll ich alle hier lassen? Genau. Die du halt nicht brauchst. So, deponieren. Dann sagen wir jetzt welche. Also die graue Dämonenseele. Genau. Die Pralle. Die Drachengott. Nee, lass die mal mit, weil ich weiß nicht, ob das am Turmritter geht. Die Pralle. Wenn du die nicht dabei hast. So, so und jetzt ab nach 2-2. We are indebted to you. Jetzt musst du halt 2-2 hingehen. Ne, gleich hier am Anfang. Na, 2-1, stimmt, hast recht. Sehen, ob ich die Echse kriege. Muss ja noch den Ring, Diebesring, da müsste ich ja noch anhaben. Nee. Dann. Ne? Fall drauf, geht da runter.
springen. Jawohl, jetzt musst du ihn etliche Male anquatschen. What be your need? If it be a blacksmith, then show me some coin. If not, head straight for the door. I told you that I am busy. Each ore has a grade. Mighty weapons can only be blessed by ores of high grade. The highest grade of ore is a pure ore that shines in utter brilliance. A spirit force that delights the eyes. The highest grade of ore is a pure ore that shines in utter brilliance. Er sagt immer dasselbe. Genau, quatsch ihn ruhig an. So, jetzt gehen wir einen Schritt weg. Ja, ja. So, und jetzt quatsch ihn nochmal neu an. Ah, ja. That's the one. The red, hot, demon soul. Now you can bless your weapon with another demon soul. Wise choice. You've done well to put your trust in the great blacksmith head. Bring me a demon soul. I shall use it to bless your weapon. So, hier das, ne? Und hier die Verbindung verloren. User in your channel timed out. Dann mache ich mal eben hier schnell einen Schnitt, bis er wieder da ist. Bis dann. Herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Ist allerdings dann bleibt bei ein Part jetzt. Der Kami hatte ja kurz Internetausfall. Jetzt ist er wieder da. Hey! So, und ich bin schon mal an Nexus zurückgegangen, weil ich bräuchte da noch diese Mond. Mondsteinscherben oder sowas. Ja, die kriege ich. Allerdings kriege ich die, wenn ich jetzt in. Da drüben in 4.2 weitermache. Beim Schrein. Genau. Achso, ich wollte ja noch. Warte mal, was verkauft der denn hier eigentlich? Verkauft der auch Scherben oder sowas? I'm glad I found you. We've been long acquainted, so I'm willing to part with them at a special price. Nee, der verkauft nur Pfeile, schwere Pfeile, aber. Die kann ich mir aber da auch noch kaufen. Ja, guck mal hier. 60.000. Den haben wir ja schon. Aber hier Gewürze. Warte mal, habe ich nicht Gewürze woanders billiger gekriegt? Bei der alten Dame im Turm von Latria. Na, ich hatte ja noch jetzt so einige Gewürze. Da brauche ich mir jetzt auch keine kaufen. Well, do as you please. But you may yet regret refusing my offer. Ja, ja, genau. Du mich auch. Ich wollte aber noch mal gucken. Warte mal, der ist hier noch nicht bei mir, ne? Nö. Ist nur der. Okay, aber ich wollte noch mal gucken bei dem anderen da drüben. Ach, sie ist auch noch nicht da, okay. Aber er hier um die Ecke, ist er da? You have your book. So, lass mal gucken. Ja, hier Feuerball. Hätte er. Nett, nett. Drachengott ist doch der. Ja. Ist er. Die habe ich ja gerade bei mir, ne? Ja. Braucht aber zwei Plätze in der Zauberei. Ja, wie viel habe ich? Ich habe nur zwei, ne? Du hast drei. Das heißt, dein Feuerhagel und dein Seelenpfeil müssten raus, dann hättest du den Feuerball und den Seelenstrahl.
Ja, die Frage ist, ob sich das lohnt. Dieser aus den Lava, Dämon gilt als übermächtige Macht der Flammen. Schießt einen Feuerball ab, der eine Explosion auslöst. Na komm, kauf. Okay. So. Ja, was wäre jetzt so vom Feuerhaken raus und Seelenpfeil raus? Seelenpfeil. Genau. Aber Seelenstrahl braucht halt mehr Mana. Ja, der hier braucht 20. Und der 15. Und der 5. Ja, Seelenstrahl ist aber besser, weil hintereinander. Ja. Wenn sie in Reihe im Breed stehen. So, jetzt geh mal in eine Ecke und probier's aus. Eine Ecke. Du willst auch niemanden verletzen. Hier. Oh, nicht hier. Jetzt. Boah. Ja, das ist ja schon mal was. Es gibt aber das später, glaube ich, gibt es aber noch irgendwas mit Feuer. Sturm? Ja, was um dir rum dann, ne? Wenn viele Feinde ankommen, kannst du den anmachen und die prallen von dir ab, weil du um dich rum eine Feuerwalze hast oder so. Cool. Glaube ich zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht war es aber auch ein anderes Spiel. Ja, vielleicht. Wer weiß, wir werden sehen. So, Jupp. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte jetzt, was mich eigentlich auch, wo ich mich am liebsten auch verdrücken würde. Du hast keine Wahl. Da, wo der liebe Kami auch momentan hängt. Nee, ich will nicht. Ich viel muss. Spaß. Aber ich habe noch einen Vorteil, ich habe Zauber. Ja, ja. Viel Spaß. Nicht wundern, es geht knacken, ist mein Stuhl, der ist schon ein bisschen älter und wenn ich mich immer wieder anders hinsetze, dann knackt er wie sonst was. Ja, das haben alte Stühle so an sich, ne? Das lädt aber lang, du. Ja. Ich dachte auch gerade, können wir noch eine Runde schlafen gehen. So. Na dann. Ich mag dieses Level auch nicht. Nee, aber zum Kotzen. Man muss es ja machen. Da hinten fliegt er bei mir auch. Genau an derselben Stelle. Ich frage mich gerade, ach, das kam erst später, ne? Ja. Nee, hier war das. Oh ja, viel Spaß mit dem Gebiet. Ich kann das nicht, ganz ehrlich, ich kann das Gebiet nicht mehr sehen. Ich habe das zum Kotzen ist das. Ja, ja, aber du musst ja trotzdem noch hierher wieder. Ja, ja, verschon mich. Oh ja. Na, wo fliegst du hin? Ja. Denkst du, ich sehe dich nicht? Wie soll er denn? Aber jetzt. Boah. Okay, der fliegt jetzt nach hinten. Hast ihn verscheucht. Ja. Aber was denkst du, wenn mich so ein Feuerball trifft, würde ich auch fliegen lernen. Da hinten ist aber noch einer.
ist schlecht. Ja, wie gesagt, langsam, Schritt für Schritt. Und frische Gewürze mag ich am liebsten. Denn können wir schon wieder mal nachladen. Ah, hier flattert doch einer da oben. Boah, das Gebiet ist so super. Komm, greifen wir. Komm, der ist doch so hoch, ist er gar nicht. Ja, genau. Aber man sieht die Magie. Also mir wäre es lieber, wenn er genau nur zwei bräuchte. Ja, das glaube ich. Du musst immer wieder das Schwert in die Hand nehmen. Na, ich habe ja den Ring ausgerüstet, glaube ich. Oder wäre es vielleicht besser, hier auch den, den Diebesring? Der magischen Schärfe? Nee, den Diebesring wäre... Nee, ich glaube, da bringt er gar nichts. Dann kann ich auch den anlassen. Den nächsten mache ich aber mal mit Schwert, okay? Okay, bin ich gespannt. Aber nicht den hier auf der engen Treppe. Draußen. Altes Gewürz ist sogar noch besser. Es pfeift noch so schön rein, weißt du? Nicht runterfallen. Halleluja. Gab's auch irgendwas mit Mond? Mondlichtsteinscherben. Ja, es gibt ja Dunkelmondschwerter und Mondschwerter. Also Mond und Dunkelmond. Ja, doch, ist mir hier lieber. Feigling. Ja, nur weil ich hier so eng, weil ich Angst habe, runterzufallen. Na, wenigstens bist du ehrlich. Gib ihm. Ja, hau ab. Und zack, weg ist er. Für die Fleischmauer. Oh. Was? Komm her. Alter, schießt du schnell. Komm. Das hat er bei mir nie. Ja, und dann noch abhauen. Komm, geh wieder zurück, da kommt, wenn er was will. Ja, ich traue mich eben hier bei dem Vasen nicht, weil da gleich der Abgrund ist. Traue ich mich nicht. So, vielleicht. Oh Mann. Hau mal zu. Ganz schön knapp. Ja, weil, wo ich das damals durchgespielt habe, bei Sonnenstellen bin ich immer runtergefallen. Ja, ich auch, das ist normal. Das sind diese Stellen, wo das Spiel sagt, lächel mich am Arsch, du stirbst. Komm her. Komm jetzt sofort her. Hm, bist du mit Zauber besser aufgehoben. Hier mit dem...
Nee, hier war es noch nicht, ne? Nee. So, hier weiter runter. Da geht's ziemlich tief. Oh ja. Wo geht's hier bitte schön weiter? Ach so, das war die Sackgasse, ne? Ich habe keine Ahnung, du. Ich bin voll verplant, weil ich das Gebiet erst gemacht und verwirrt. Ich muss aber einen Schnitt machen. Wir gehen hier nochmal hoch wieder. Ich muss jetzt nämlich genau, hier unten gab es eigentlich nichts weiter, bis das dicke Vieh da in der Mitte tot ist, und dann kann man hier nochmal. Stimmt, und dann musst du weiter hoch. Hast du. So, aber ich mache hier erstmal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Demon's Souls. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.